So, lassen wir das auf oder machen wir das zu? Bin mir gerade nicht sicher. Ist das hier so? Kann man da auf jeden Fall auch reingucken, ne? Machen wir die mal zu. So, der Herd hier macht jetzt aber auch keinen Sinn mehr, ne? Der kann auch weg. Ups. So ein bisschen viel des Guten. Ist das ein normaler? Nein. Ich möchte bitte nicht craften. Ich möchte bitte das. Ja. Schön, schön. Ja, das sieht doch ganz nett aus, alles. Wie kann man hoch? Oh, wir müssen das Geländer noch eben reparieren. Jetzt haben wir natürlich die Zäune weggemacht. Ich weiß aber auch nicht, ob das dann nachher noch so passt hier. Vom Aussehen jetzt. Dann hole ich mir doch nochmal eben ganz fix, solange die Tür noch funktioniert. Hier mal den. Wo ist denn. Da hatten wir nicht Zaun? Da ist Zaun. Ich bin ein bisschen blind. Sorry. Tür kann aufbleiben. Einmal eben wieder nach oben. Auf Zaun wechseln. Zaunreparaturmodus an. So. Ja, es muss wohl so bleiben. Ja, das bleibt wohl alles so. Ich denke mal, hier wird es nachher eine Glasfront geben. Das wird, glaube ich, ziemlich gut aussehen. Müsste das hier nachher natürlich alles weg. Machen wir aber dann. Dann renne ich mal eben in unsere Speisekammer, Lagerkammer. Tu den Zaun wieder weg. Die Kiste. Und das. Den Ofen brauchen wir auch nicht. So, jetzt haben wir da noch einen freien Platz. Vielleicht kann ich mir das ja merken bis nächstes Mal. Und dann mal schauen, wie viel von den ganzen Sachen noch da sind. Nach dem Speichern. So. Jetzt haben wir aber auch wirklich einiges geschafft. Würde ich mal sagen. Wie sieht denn unser schöner Leuchtturm jetzt aus? Ah. Ja, sieht jetzt nicht so schlecht aus, ne? Vielleicht könnte man ihn wirklich nochmal unten, ja, bis zum zweiten Fenster oder so hier so ein bisschen breiter machen, damit das so mehr nach Fundament aussieht. Ist aber, glaube ich, Geschmackssache. Vielleicht hauen wir hier oben dann nochmal Glas hin. Wir haben vergessen, die Tür zuzumachen. Gib mal eben her. Nur mal eben ganz fix. Wie wollte ich das machen? Hier würde Wand hinkommen. Kann ich ja schon mal eben so andeuten. Da natürlich Decke. Nein. So. Dann schon mal hier eine schicke Glasfront. Da, bis da müsste das ja auf jeden Fall gehen. Können wir eben schon mal hier den Anfang markieren, wo denn die Decke hin müsste. Haut denn das hin? Ach, und über uns ist ja aber auch keine Etage mehr. Das heißt, das ist ja alles überhaupt kein Problem. Dann, na. Dann ist das unsere Decke. Soll die bis hier? Bis hier, ne? So, und dann Glas da rein. Okay, hat das ein bisschen was von Knast? Naja. Vielleicht gibt es ja mal Connected Textures hier irgendwann. Aber Gott, geht schon in Ordnung, würde ich sagen.
Kein Problem. Vielleicht macht man dann hier auch wieder einen Pfeiler hin. Ja, macht was her, auf jeden Fall. Und dann müssen wir nachher ja alles weghauen bis zu der Höhe da, weil da die Decke dann eben hinkommt. Also das hier alles. Muss auch nicht durch den ganzen Raum gehen. Auf keinen Fall. Nur, dass man hier, wo das Fenster ist, dass man hier so ein bisschen, ja, ein bisschen Platz hat. So ein bisschen offen muss das sein. Oh, jetzt habe ich hier dieses. Gib mal her. Das Glas. Hab ich jetzt kaputt gemacht, ne? Nein! Da fehlt's, da fehlt's. So. Und dann kommt der, das Gezuppel. Ja, würde ich mal sagen, dann machen wir das alles bis hier. So, das muss ja auch alles noch weg. Ja, bis zu diesem Pfeiler hier. Ich mache mal erstmal nur bis hier. Und dann kann das hier also in Stufenform, nenne ich es mal. Werde ich gleich zeigen, was ich meine. Ja, machen wir das so? Ich glaube, noch einen weiter nach hinten. Das heißt, diese Reihe kommt noch mal eben weg. Machen wir schon mal Holz hin. Na, komm. Genau. Jetzt die Frage, kommt da hin? Ja, mindestens die muss ja noch weg, weil da würde dann ja die richtige Entschuldigung, die Decke hinkommen. Meine Stimme geht schon wieder ein bisschen flöten. Ach, ich habe mir extra hier einen Tee hingestellt für die Stimme. Kleinen Moment mal. Stelle ich mir den extra hin und vergesse dann auch noch zu trinken. Und quäl mir schon eine halbe Stunde einen ab wegen Stimme. Ich bin auch ein Vogel, du. Ach, das glaubst du nicht. Ja. Wie machen wir das hier? Kommt dann. Wird die Decke denn ab hier niedrig? Kann man eigentlich machen. Dann sieht man von hier jetzt nicht so viel davon. Ja, es würde ja auch nichts bringen, dieses hier einen nach hinten zu setzen, weil dann ist hier einfach nur so eine Lücke von 1. Ah, oder? Wie würde sich das denn machen? Nee. Das wäre nicht schick. Oder? Ah, da bin ich mir jetzt gerade echt nicht schlüssig. Aber man muss das ja mal wenigstens ausprobiert haben. Wo sind denn die Sachen? Naja. Wenn das erst hier wäre. Ja, doch, das könnte sogar gut aussehen. Das machen wir, glaube ich, so. Siehst du, Mann, schön, dass wir das ausprobiert haben. Habe ich jetzt noch Holz da? Natürlich nicht. Dann gib mir noch mal eben was hier. Plank. Und. Oh, ich sehe gerade, meine Framerate ist gerade. Tschüss. Ist gerade auf 20. Ja, wir machen ja aber auch gleich Aufnahmepause. 24. Ja, 17. Hallo? Hallo, hallo. Dann kommt noch mal eben das weg und dafür das dahin. Ich denke mal, so kann man ruhig mal Besuch empfangen. Was? Hier vielleicht die Decke dann, ja. Möchte ich mal so behaupten, dass das gut ist. So. Ja, wie regeln wir das hier? Das, Wir brauchen ja einfach nur einen normalen Eingang. So, machen wir den hier einfach rüber.
So irgendwie? Das ist komisch. Der lieber weg. Bisschen merkwürdig, ne? Ist ja echt ein bisschen komisch. Wie sieht denn das von unten aus? Wenn man da einen hinmacht? So als... Oder überdacht man das komplett? Bis hier? Ja, ich denke, das geht, ne? Könnte man vielleicht... Nur weil man es kann... gib mal Zaun habe ich jetzt natürlich nicht. Den hole ich jetzt auch nicht aus der Vorratskammer. Ist mir alles zu doof jetzt. Da, da mal einer und so. Ja, das kann man machen. Jo, das ist schön. Was ist mit der Fensterfront denn hier so okay, dass der hier so noch einen nach hinten versetzt ist? Ja, das lassen wir so. Das ist gar nicht schlecht. Dann darf man natürlich auch nicht vergessen, der Kram. Ja, kommt hier direkt die Wand? Also hier jetzt, wo es frei ist, oder einen nach hinten gesetzt? Oder vielleicht sogar ein bisschen mehr noch? Wir können ja mal eben gucken, wo es da hingeht. Da ist jetzt... Ja... Ich glaube, wir lassen das gar nicht so weit nach da hinten rumlaufen, ne? Jetzt muss da ja auch wieder ein Fenster hin. Wo würde das denn hinführen? Ja, wo führt das eigentlich hin? Da drüber... Ja, viel Platz haben wir da ja auch nicht mehr, ne? Also dann da... Ja... Ein paar Felder könnte man... Ja, wahrscheinlich auch nur so zwei, drei, ne? Machen wir das, machen wir das, machen wir das? Machen wir einen Kompromiss und sagen, wir können die Wand hier noch um einen nach hinten versetzen. Dass hier also zwei, dass es quasi zwei tief reingeht und hier ist dann Ende Gelände. Oder Ende Wand, je nachdem. So, muss das noch weg und da ein bisschen was hinkleben. Und so hat dann das auch seine Berechtigung. Das könnte ein Fenster sein, aber ich glaube nicht, ne? Nee. Ist schon eine schöne Ecke hier so mit dem Fenster da. Offen zur Wohnung. Wollen wir nicht meckern, ne? So. Da, 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 da. Schön. Da könnte man jetzt auch wieder schön Sitzgelegenheiten hinpflanzen. Nö. Och nö. Hier, die Fackel ist ja auch wieder ganz richtig. Wie haben wir das denn unten gemacht? Nicht, dass das hier gleich genauso aussieht. Komm, gehen wir mal eben gucken. Ja, hab's mir ja gedacht. Hatte auch schon gerade vor, da wieder Bücherregale hinzustellen. Ja... Allerdings müssen die zwei tief sein, damit es passt, da einen Tisch hinzubauen. Aber dann, es muss ja aber vielleicht auch kein Tisch dahin. Dann ist es halt einfach nur so eine Chill-Ecke, weißt du, so halt mal ohne Tisch. Muss ja nicht immer Tisch sein, verstehst du? Ja, passt das so? Vielleicht will man aber auch... Hier, ne, zum Rausgucken. Und hier vielleicht so als... Nein, der nicht. So als Doppel. Das sieht so ein bisschen nach Flughafen aus, oder?
Ja, lassen wir das erstmal so und dann hier. Soll da noch was rein? Vielleicht die Teile? Wegen urig und so. Ja, dann müssen da aber auch wieder Blumen hin, ne? Oder? Bisschen Deko und so. Was sieht denn mal schick aus hier? Lavendel hatten wir jetzt schon. Pilz wächst auch schon in der Speisekammer, schlimm genug. Tulpe und. Ah, hier sind auch so Potato. Ja, weiß nicht. Potato? Wilde Karotte. Komm, den Kram nehmen wir jetzt. Die beiden, oder? Da kommt das und da kommt das. Müsste hier noch eine Fackel hin. Es könnte ein bisschen dunkel sein. Allerdings hier verbrennt man sich ja den Nacken. Ja, oder da? Ja, dann halt da. Ist jetzt halt so. Der kann aber auch weg und irgendwie muss das hier auch noch weg, ne? Machen wir ganz fix. Oder hatten wir das als Teppich geplant? Nee, das ist, glaube ich, einfach so übrig geblieben. So, dann haben wir hier eine schöne offene Ecke. Hier muss man nochmal was machen irgendwann. Das kommt weg. Naja, sehen wir dann. Und dann fängt halt auch schon. Ja, obwohl das hier gefällt mir jetzt noch nicht so toll. Das nimmt so viel Platz weg. Wenn wir eben gucken, wie das aussieht, wenn man das hier vorne hin spackt, packt. Hier mit dran quasi. Das wäre ja mal wieder toll. Hier und hier. Könnte man auch machen, ne? Dann würde ein Tisch hier drin vielleicht auch nicht so schlimm aussehen, weil er so viel Platz wegnimmt. Ja, was für ein Tisch soll da hin und wie so, ja, ne? Wie soll das denn aussehen? Weiß ich auch nicht. Lass mal eben schauen. Ja, nehmen wir da wieder eine Kiste? Muss ja fast, ne? Was anderes bietet sich da eigentlich nicht an. Ach, ich muss ja nochmal. Verstehe, verstehe, verstehe. Kiste und da. Nee, ist ein bisschen schlimm. Ich lasse das mal erstmal hier so frei. Das Einzige, was man machen könnte, wäre hier ein Teppich hin. Ja, das könnte man vielleicht machen. Weil es so schnell geht mit dieser wunderbaren Axt. Hat sich gerade erledigt, denn wenn wir da jetzt einen Teppich reinbringen in irgendeiner Farbe, dann haben wir da unten auch eine Decke in der gleichen Farbe. Also alles wieder rückwärts, du weg und das Holz da rein. So. Ja, und meine Framerate sagt schon wieder Tschüss. Und deswegen sage ich jetzt auch Tschüss. Machen wir das nächste Mal weiter. Und bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut, bis bald und tschüss.